Was bringt ein breiter technischer Rand im Becken? Der technische Rand ist eine zusätzliche Versteifung und dient dem Schutz der Beckenstruktur. Er stärkt das Becken und ist von besonderer Bedeutung beim Verladen, Transportieren und Entladen. Das heißt, wenn der Pool am anfälligsten ist für Schäden. Der technische Rand ist jedoch nicht Teil des Pools, nachdem sich das Becken in der Grube befindet. Kann er komplett abgeschnitten werden und am besten durch ein Element des Pools des Strandes ersetzt werden? Ja! Durch einen Randstein abgedeckt. Der Rand ist auch nicht durch die Garantie abgedeckt. Die Risse und Kratzer, die beim Transport, beim Entladen oder bei der Installation des Pools entstehen, können nicht als Grund für eine Reklamation angesehen werden, da der Rand so ausgerichtet ist, dass kleine Schäden entstehen, die dort nur entstehen und nicht auf den Wänden des Beckens. Sind die Pools unserer Produktion getempert? Temperieren ist der Prozess des Aushärtens des Materials. Es ist jedoch nicht auf Glasfaser und Harzprodukte anwendbar. Unsere Pools werden nicht durch die Härtungsmethode gehärtet, dank der das Material elastischer und widerstandsfähiger gegen Risse ist. Warum sind die Wände in unserem Schwimmbecken nicht auf einen 90 Grad Winkel zum Boden gestellt? Die Wände in unseren Becken sind abgewinkelt. Das schützt das Becken vor Eisschäden, die durch das Einfrieren von Wasser im Winter entstehen. Wenn die Beckenwände schräg eingesetzt sind, wird das Eis nach oben gedrückt, sodass es die Wände des Beckens in keiner Weise beschädigt. Warum soll der technische Rand abgedeckt werden? Vor allem aus ästhetischen und Sicherheitsgründen. Das Verdecken des technischen Randes betont nicht nur die Schönheit des Pools, sondern verhindert Stolpern oder Ausrutschen auf nassem Rand. Darüber hinaus ist ein exponierter technischer Rand saurem Regen ausgesetzt, der zur Verfärbung oder Flecken auf unserer Oberfläche führen kann. Wie hoch ist der technische Rand? Unsere Becken werden von Hand gefertigt. Daher kann die Höhe der technischen Kante von 3 bis 7 cm variieren. Dies ist jedoch unwichtig für eine korrekte Montage des Schwimmbeckens. Wenn du möchtest, dass die Poolumrandung unter den technischen Rand kommt, solltest du dies beim Aushub berücksichtigen, damit er die richtige Tiefe hat. Wenn die Kante zu hoch ist, kann sie abgeschnitten werden. Der technische Rand, wie der Name schon sagt, wird nur während des Transports und der Installationsphase des Pools benötigt. Es ist kein Dekorationselement des Pools und wir empfehlen, ihn völlig abzudecken.